Es geht weiter im wahrsten Sinne des Wortes hier in The Wandering Village auf unserem großen Onbu, der jetzt irgendwie eine Art Dschungelgebiet erreicht hat. Wir werden ihm heute jedenfalls mal die ersten Befehle geben und auch mal eine Fütterung versuchen. Ich habe also etwas weitergemacht, habe noch ein paar neue Gebäude gebaut. Das sehen wir uns in Ruhe an. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, da geht's direkt wieder munter los, Leute. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin der Vorbuddler vom Minenarbeit YouTube-Kanal. Denkt bitte dran, wenn es euch Spaß macht heute, dann haut den Like-Button, vergesst es nicht und abonniert den Kabunal, falls ihr hier neu seid. Hinterlasst auch einen Kommentar, ich freue mich doch so sehr. Jetzt gucken wir uns das hier an, die Onbu-Küche. Stellt Onbu-Futter aus Pilzen her. Das machen wir jetzt als nächstes, denn ich glaube, wir erreichen hier ein... Oh, Moment... Ja, wir erreichen hier, erstmal wieder alles einschalten, so, wir erreichen hier ein dürres Gebiet. Ich habe leider die letzte Kreuzung wieder verpasst, da war ich mit meinem Hornbläser noch nicht fertig, aber jetzt marschieren wir hier so weiter und ihr seht, jetzt wird es trocken. Jetzt wird es wirklich krass, denn ich habe auch noch weitere Leute aufgenommen und ich hoffe mal, dass wir genug Wasser haben. Hier sehen wir allerdings eine Oase, aber die können wir, glaube ich, auch noch nicht gebrauchen, weil wir das entsprechende... Gebäude fehlt. Ja, ihr seht jetzt hier unten auch, Onbu hat ein neues Biom betreten, Wüste. Hier sehen wir das neue Gebäude, Mykologie, die Pilzfarm, die ich in der Zwischenzeit gebaut habe. Aus den Pilzen wird dann Futter für den Onbu hergestellt, in der Pilzküche oder was. Ne? Schauen wir mal eben rein. Vor allem müsst ihr daran denken, die können nur auf diesem trockenen Boden gedeihen, unsere Pilze. So, während die Pilzküche erforscht wird, können wir ja vielleicht schon mal hier diesen Dorfarzt hinstellen. Das ist also auch ein neues Gebäude. Und den stellen wir jetzt mal ruhig hier so ans Forschungszentrum. Was wird denn gerade? Ist das auch alles hier noch in Ordnung? Hier Onbu-Küche, genau. Und da können wir hier sogar noch verschiedene Befehle erforschen. Und einen Doktor extra für den Onbu auch noch erforschen. Das ist ja... ziemlich cool und den können wir dann später auch noch streicheln. Also den Onbu, nicht den Doktor. Ne? Und gar nicht so schlecht. Ihr seht hier, was in der Zwischenzeit passiert ist. Ja, hier könnte ich vielleicht mal was machen. Aber im Grunde habe ich das Gefühl, dass das mit dem Forschungstempo ganz gut funktioniert. So, dass man schönen Fortschritt generieren kann. Dorfarzt, Kundschafterhütte. Richtig, die Kundschafterhütte. Die war wichtig. Und auch hier haben wir denn schon irgendwas mit diesem Brunnen. Förster, Pudding, Blutextraktor. Nicht wirklich. Aber diesen Kundschafter, den müssen wir schon mal auf jeden Fall errichten. Oha, hier ist aber alles jetzt rot oder mit, ja, durchkreuzt. Das heißt, ich kann den nur an manchen Stellen aufbauen, oder was? Aha, was hat das für eine Bewandtnis? Was ist, wenn ich den hier hinstelle? Passt nicht? Nee. Gut, das war so ähnlich hier auch bei dem Hornbläser. Den konnte ich auch nur auf so ein paar bestimmte Stellen platzieren. Aber ich glaube, er scheint auch zu funktionieren. Fehlt uns hier irgendwas? Ja, Holzbretter, Steinplatten. Ja, das ist natürlich inzwischen auch alles etwas knapp geworden. Ich bin hier natürlich am Bäume fällen wie verrückt. Und versuche auch alle möglichen Steine einzusammeln. Ne, machen wir ruhig mal weiter. Ich habe jetzt gerade gesehen, wir können irgendwann auch einen Förster errichten. Und ja, die Mutterbäume, was die bisher so bringen, ist mir noch nicht so ganz klar. Ich klicke mal hier auf den Mutterbaum. Der ist unheimlich langsam, bis der mal ausgewachsen ist. Und zwei musste ich leider entfernen, die hier genau im Dorf im Weg waren. Aber gut, man muss ja auch mal ein bisschen was wagen. Was soll's? Hier seht ihr, der ist ja bei 5% jetzt erst und hier waren doch noch ein paar ältere. 5, ja, 59. Na gut, also ich denke mal, dass wir diesen hinteren Bereich vielleicht als Waldland belassen. Ich hoffe mal, dass wir jetzt mit dem Holz erstmal zurechtkommen. Man könnte aber hier auf jeden Fall schon mal eine schöne Verbindung bauen. Aha, da ist es auch fertig. Machen wir das mal so. Und gucken uns das an. Kundschafterhütte erlaubt dir, Kundschafter loszuschicken, um seltene Ressourcen und neue Dorfbewohner zu finden.
Okay, volle Anzahl Arbeiter benötigt. Wird mir aber jetzt nicht gesagt, welche. Ja, das scheint aber jetzt so zu sein, dass wir hier zwei Arbeiter wohl brauchen. Die sind jetzt hier auch schön ausgemalt. Das scheint also zu funktionieren. Ich brauche aber einfach definitiv neue Leute. Ich gucke mal ruhig mal hier auf den Knopf. Die sind jetzt mitten in der Wüste, schon lange an der Oase vorbei. Also so schnell geht das dann doch. Ne? Und hier sehen wir auch die Meldung, dass der Onbu mal musste. Der hat also unter sich gelassen. Das können wir wohl auch irgendwie später aufsammeln. Ich schätze mal, um Dünger draus zu machen. Hier ist eine Oase und hier geht es auch nochmal über eine Kreuzung. Ich glaube, ich möchte hier gerne geradeaus gehen. Wisst ihr warum? Weil hier links kommen wir ja doch wieder in den Bereich zurück, wo wir gestartet sind. Der ist bisher immer links abgebogen. So, und ich klicke jetzt mal hier drauf. Schicke Kundschaft, das geht sogar schon. Und jetzt muss ich noch den Expeditionstrupp zusammenstellen. Okay. Das ist aber wohl nur so eine Meldung, dass da gerade etwas vorbereitet wird. Das muss ich wohl nicht selber machen. Ja, diese Erkundung, ich hoffe mal, dass sie es hier in dem Spiel besser machen als in Endzone A World Apart. Mein einziger richtiger Kritikpunkt ist eigentlich an Endzone, dass dort die Erkundungen echt so ein bisschen verwurstelt sind. Also ist übermäßig, unnötigerweise verkompliziert, sag ich mal. Aber es scheint hier sehr schön zu funktionieren. Doch, das ist schon viel besser. Und ihr könnt auch hier bei der Gelegenheit oben mal schauen. Wir haben hier noch mehrere Onbu-Anzeigen. Die Müdigkeit wird uns angezeigt. Wobei ich jetzt nie weiß, ist der jetzt so müde oder so wach? Wisst ihr, das ist so immer so zweideutig. Also er ist jetzt ziemlich müde, würde ich sagen, mit 79%. Und hier der Hunger. 33% Hunger. Das heißt, er ist noch relativ gut gesättigt. So verstehe ich das jedenfalls. Und auch überhaupt nicht vergiftet. Sehr gut. Und jetzt überlege ich mir doch wieder, ob ich nicht vielleicht doch links abbiege, denn da hat er einen schönen Schlafplatz. Und hier sehen wir wieder so einen rosa Bereich. Ich nehme an, das sind die vergifteten Bereiche. Schätze ich jetzt mal so. Wir werden es auf jeden Fall erleben. Ah ja, und das ist natürlich wichtig. Ich denke mal, das machen wir jetzt als nächstes, das Katapult, um den zu füttern. Den Rest haben wir schon gemacht, dann ist das jetzt die logische Folgerung. Dann haben wir diese, ja, diese Produktionskette hier oder Forschungskette mal komplett, denke ich mal. Macht jetzt ja nicht Sinn, das mit anderen Dingen zu unterbrechen. So, und das klappt ganz gut hier mit den Pilzen. Schaut euch das mal an. Es freut mich immer, wenn man Fortschritte sieht und die Wartezeit sich in Grenzen hält. Ja, ich spiele auf Stufe 2. Ich muss jetzt selber nochmal nachgucken. Und ich denke mal, das ist ein angenehmes Spieltempo. Ja, das, da geht es ordentlich zur Sache, aber es ist nicht so nervig. Was stehen denn meine beiden Professoren hier so nutzlos in der Gegend rum? Ihr habt doch hier eigentlich was zu tun, Freunde. Oder arbeitet ihr hier in beim... Ach, das sind die Ärzte oder so. Ach so, das sind die Ärzte. Alles klar, was will der? Der hat da gerade so ein Zeichen. Untätig. Läuft zu Bärensammler. Ah, seht ihr mal. Ab und zu wird wohl jemand mal krank oder schwächlich. Aber das scheint zu klappen, dass sie sich automatisch drum kümmern. Der kommt direkt hinterher. Will mal gucken, ob der Kollege das auch richtig macht, ne? Da ist der Chefarzt und der Oberarzt. Ach ja, und die Kundschafter sind zurück. Ich habe es gar nicht wirklich mitbekommen. Hier unten in der Anzeige steht, sie haben 36 Wasser mitgebracht. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Und das würde ich eigentlich ganz gerne nochmal machen. Weltkarte öffnen. Und das ist jetzt allerdings durchgekreuzt hier. Die Oase haben wir also schon besucht. Dann wird der nächste Auftrag für uns. Vielleicht können wir hier noch irgendwie zum Bergwerk. Oh komm, das machen wir auch noch eben schnell. Ja, 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 ja. Wobei das hier wahrscheinlich näher dran gewesen wäre. Ne? Steinbruch und Bergwerk. Sind verschiedene Dinge. Irre. Ja, Kundschaften ist jetzt wirklich super wichtig. So, und auf dem Hornblayer stand eben noch jemand drauf, der ist jetzt weggegangen. Und da freue ich mich natürlich jetzt, dass der Obu wieder aufwacht. Und wir mal eine Entscheidung treffen müssen, dass wir immer ein paar Befehle geben. Zur Belohnung kriegt er dann ja auch Leckerchen von uns, da sind wir ja auch gerade dran.
Mal gucken, wie lange es noch dauert. Ah, das ist noch ein bisschen. Wie sieht es denn mit dem Rest aus? Ich denke mal, Gebäude haben wir letztendlich alle gebaut, die wir brauchen. Und Eisenerz haben wir jetzt sogar bekommen. Ach so, dann sind das Eisenerzminen, diese Bergwerke hier. Oh, cool. Ja, komm, hier direkt weiter. Solange der noch pennt, können wir direkt mal hier alles rausschicken. Ja, okay, wir haben nur einen Forschungstrupp oder Expeditionstrupp zur Verfügung. Ja, immer mit der Ruhe hier. Bloß keine Panik. Eisenerz, gut. Ich habe noch gar nichts gefunden, wo man da mit Eisenerz was anfangen könnte. Wir wollten hier mal eben reinschauen. Oh, hier meint das Neues. Onbu Küche ist fertig. Dann ran. Kommt, dann sofort. Dann sofort mal ran. Hier hin. In die Ecke. Und ich glaube, ich baue mal jetzt noch so einen Filter hier oben. Hier ich vergesse mal, wie der heißt. Luftbrunnen. Mein Gott, so schwierig ist doch nun auch wieder nicht. Denn seht ihr hier, an den Luftbrunnen sind jetzt so Flaggen erschienen, die uns sagen, ey, wir können kein Wasser mehr sammeln. Das liegt allerdings auch daran, dass er jetzt schläft und sich nicht mehr bewegt. Ne, da kommt ja hier kaum noch Luft an und die wir filtern können. So haben wir nochmal mehr Eisenerz bekommen. Das ging aber jetzt zügig. So, nochmal zu dem Luftbrunnen. Ist klar, wenn wir hier nicht vorwärts kommen, dann kommt hier auch keine Luft, die wir filtern können, an. Oh, die haben Hunger. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Eieieiei. Haben wir denn so wenig Essen oder was? Nicht so alles, guck mal hier. Aber die haben gar nichts zu tun, hier unsere. Da müssen wir vielleicht mal die Felder erweitern, komm. Und natürlich sind wir auch im Dürrebereich in der Wüste. Ist klar, dass dann das Wasser knapp wird. Ist denn hier wenigstens noch etwas drin? Speichert 100 Wasser. Wir haben hier noch 31 Wasser drin. Ich hoffe mal, es reicht. Und ich schaue auch hier mal ins Materiallager. Wegen der Nahrung. Die ist wahrscheinlich im Silo. Oh ja, tatsächlich. Guck mal, es ist ja kaum noch Nahrung da. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was mich wundert, ist hier, dass wir beim Bärensammler... Golda ist verhungert. Nein, es sind schon Leute verhungert. Oh nein, das gibt's doch nicht. Oh, das tut mir leid. Wir haben noch nicht mal einen Friedhof. Also ich schmeiße mal einfach hier über Bord. Ach du meine Güte, das tut mir leid. Oh gut, da haben wir jetzt natürlich auch uns lange nicht mehr mit befasst, ne? Ich wundere mich auch, warum wir hier das Feld nicht vergrößern können. Vom Bärensammler zumindest. Das finde ich ein bisschen komisch. Alle anderen, hier die Pilze und Bauernhof, können wir das Feld vergrößern. Nur hier beim Bärensammler nicht. Aber gut, er hat ja wenigstens hier in der Nähe noch ein paar... Büsche, ich weiß aber nicht, ob der die aberntet. Deswegen werde ich hier mal ein paar Leute hinschicken, die diese Büsche mal abernten. Gucken wir mal. Die können seit meinetwegen auch direkt da vor Ort futtern. Habe ich gar nichts gegen. Das wäre auch eine coole Mechanik, finde ich. So als Notfalllösung. Dass diese Zusatzwege zum Lager erstmal irgendwie gespart werden, sondern dass jetzt die jüngeren Leute da hingehen und sich mal ein paar Früchte holen. Ja, hier der Arzt. Er qualmt ja ganz schön hier, der beim Dorfarzt. Werden da schon die Leichen verbrannt, oder was? So, mal Weltkarte gucken. Da sind wir an der Kreuzung jetzt jeden Moment. Und ich wollte jetzt ja doch mal links abbiegen, um da zu diesem Schlafplatz zu kommen. Oder, ja doch, Schlafplatz. Mal gucken, wie das hier so geht. Wir schicken auch noch mal ein paar Kundschafter hier zu dieser Siedlung, um unsere Verluste wieder auszugleichen. Guck mal, es ist ja links abgebogen. Hallo! Okay, ich wollte ja sowieso eigentlich nach links. Ich habe aber das war jetzt nur Zufall, weil ich wieder mal nicht aufgepasst habe, wie man das macht. Nächste Forschung, Onbu Doktor. Nee, brauchen wir noch nicht. Kaktusanbau machen wir eher mal. Das wird einem immer so vorgeschlagen, aber ich glaube, man kann auch hier separat manuell in den Forschungsbaum und auswählen, was man lieber hätte, statt dieser zwei Möglichkeiten, die einem da immer angeboten werden.
Kann man alles machen. Wir gucken nochmal in die Interaktionen. Da vorne kommt, glaube ich, der Schlafplatz. Hier können wir ihm sagen, Platz, Fass, geh und lauf sogar. Und dann können wir ihn hier unten auch noch füttern mit dem Katapult, was ich erst noch bauen muss. Ja, unsere Kundschafter sind zurück und haben glücklicherweise 24 Brot mitgebracht. Das ist schön, denn wir sind inzwischen nur noch 13 Leute. Wir haben also enorme Verluste erlitten hier. Leute sind verhungert und ich muss irgendwie schaffen, das Ruder wieder rumzureißen. Ob mir das gelingt, das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Schaltet dann wieder ein, lasst mich nicht allein. Und bis dahin seht euch noch auf dem Kanal um. Vergesst jetzt bitte nicht das Abo und das Like. Ich meine, was wollt ihr mehr? Macht doch Spaß. Also, in diesem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein und Glück auf!